Aua! Hab lieber Angst vor dem Babykiller. Oh, Sama. Hallo, wir sind bei einem Lost Place gelandet, der Marvin und ich. Wir sind eigentlich auf einer Fahrradtour. Und wir haben einen richtig guten Lost Place gefunden. Da habe ich gedacht, ich filme das Ganze, obwohl ich es gar nicht wollte eigentlich. Auf jeden Fall, das war wohl eine Wirtschaft hier. Und hier ist mehr drin, als ich dachte. Und deswegen, anfangs wollten wir nur ein paar Fotos machen. Ist auch sehr groß, das Gelände. Und trotzdem waren wohl noch nicht so krass viele hier. Zumindest hält die Zerstörung sich echt in Grenzen. Guck mal hier, der Tresen. Ja, schon cool. Ein Kumpel von mir hat mir die Location verraten. Und wir haben gedacht, wir machen eine Fahrradtour. Dann gehen wir mal hier hin. Aber dass hier so viel noch ist, also ganz liebe Grüße gehen hier raus an den Mario und an den Colin. Ja krass, ne? Das ist auch die Maschinen noch. Das ist richtig teuer, so eine Spülmaschine hier. So eine Schnellspülmaschine. Wir haben auch nichts bei, keinen Mundschutz, keine Handschuhe, keine Taschenlampe. Einfach mal gar nichts. Aber richtige Urban Explorer, die, wenn sie was finden, die müssen auch gucken. Hier ging es wohl ins Büro. Ach geil, guck mal. Hotelschlüssel. Wie geil ist das denn? Das finde ich ja wieder irgendwie cool, ne? Und die Menschen waren wohl sehr klein. Und ich bin nicht der Größte. Also jetzt von der Größe her. Na geil. Schnapsgläser. Guck mal hier. Kannst du zum Mixen oder was? Sowas kenne ich gar nicht. Da steht Coke, Coke Light, Sprite. Ach so, das ist mit so einer Anlage im Keller dann wahrscheinlich verbunden. Ich habe mich, hätte ich schon von vorne reingefilmt, ich habe mich richtig dolle hingelegt, als wir hier reingegangen sind. Bin ich hingefallen. Guck mal hier, Kopfhöhe 1,80 steht da. Hier ist der Eingang gewesen. Da oben steht auch Hotel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Guck mal. Ein Schuhpolierer. Okay, Strom ist nicht mehr da. Ein Schuhpolierer, wie geil. Das hat ja auch irgendwas. Das hier ist tatsächlich das Hotel, in dem wir gerade drin sind. Das ist ein Bild davon. Hier das Fenster nach draußen. Aber jetzt gehen wir mal. Mutig wie wir sind. Ein Stockwerk. Höher. Oder wir sind mutig, ne? Lass nicht zuknallen. Oha, hier ist nicht mehr so ordentlich. Uiuiui. Ui, ui. Hier ist alles verwüstet, ey. Und trotzdem ist noch allerhand hier. Guck mal hier. Als wenn sich das auch schon einer irgendwie da parat gelegt hat. Noch. Vielleicht hat da schon jemand ein Video hier gemacht. Was ist das denn hier? Eine Pfeife? Ja. Marvin, ganz sicher. Ja? Der kennt sich aus, der Marvin. Bei deinem Opa? Ah ja. Aua! Mein Kopf! Oh, was ist denn hier passiert? Nee. Und wo kommt das her? Von der Decke nicht. Oh oh. Da wollte einer Falschgeld machen. Falschgelddruckerei.
Was ist denn das hier? Hallenfußballturnier. Ja, hier oben sieht es aber schon wieder leer. Oh, geil. Guck dir den mal an. Der in einem besseren Zustand. Unheimlich. Ja, dass der hier so steht, ne? Aber den in einem besseren Zustand, ne? Ja, stimmt. Ein bisschen unheimlich ist das in der Tat. Vielleicht ein Thumbnail? Babyleiche in Lost Place. Geist? Was? Geist von einem Baby. Die gab es auch im Keller, oder? Da unten ging es auch zu einem Keller, glaube ich. Müssen wir mal gucken, ob wir uns da reintrauen. Ne? Guck mal, hier wurde Decke abgehangen. Warum? Weshalb? Wieso? Eine Ente. Ich wusste es. Es ist nicht die Illuminaten, es sind die Enten. Ich sag's dir. Oh krass. Guck mal, das ist doch noch so ein Baby-Ding. Hier wurden Babys verschleppt, ich sag's dir. Verschleppt und gekocht. Der Boden ist immer nicht so toll, der gibt noch. Ich weiß, der Boden ist nicht mehr der tollste. Und ich habe mich ja eben schon einmal hingelegt. Da, ich habe gesagt, die wurden hier gekocht. Da ist der Ofen. Hier sind die Babys gekocht, verbrannt, gegrillt. Sowas als Titel und ich kann meinen Kanal dichten. Hey, eine Bettpfanne. Das ist echt eine Bettpfanne. Ich werde hier. Hier sind so voll die Uhr. Hier auch, guck mal, das sind ja, aus dem Krankenhaus so Pissdinger. Das ist schon komisch, oder? Krass. Ein Nest? Ja. Was für ein Nest? Mach mir keine Angst. Ja. Nicht so schlimm. Hab lieber Angst vor dem Babykiller. Guck mal hier mit Schild. Ey, du willst mir erzählen, dass das nicht gehört? Oh, Alter, weißt du, was für eine Gänsehaut ich habe? Mann, boah, gehst du da runter? Nee. Warum nicht? Oh, hier muss man ja gebückt gehen. Nee, ich gehe nicht. Viel zu eklig. Nee, vor allem muss man da runter kriechen, so eng wie das ist. Wenn ich da verletze. Ja. Ich hab's verletzt. Komm, wir schließen das hier zu. Ich kann auch nicht reingehen. Ja, damit nicht das, was so unten ist, hochkommt. Die werden holen. Nein, da rechts. Geht. Doch. Was? Oh, Saba. Guck doch, wo du hinläufst, ey. Stimmt. Eine Kegelbahn. Du könntest recht haben. Ah, toll. Hier hätten wir reingehen können. Dann hätte ich nicht mich auf die Fresse gelegt. Okay, wir haben jetzt Zugang zu Hotelzimmern gefunden. Und hier sieht alles noch recht neu aus. Ich bin halt schreckhaft, Mann. Oh. Du bist echt, ey, die Härte. Guck mal, immer so noch alte Sachen, so diese Kommode zum Beispiel. Okay. Hier sind
noch Küchensachen gelagert. Tabletts und alles. Ein YouTuber-Regal. Guck mal. Das ist so ein YouTuber-Regal, nur in schwarz. Können wir mitnehmen und weiß anmalen. Ja, überall Löcher. Okay. Irgendwie krass, oder? Wieder Enten. Die Enten sind überall, ich sag's dir. Überall. Ach du lieber Himmel. Oh, was für ein gruseliges Bad, ja. Guck mal. Für die Fressalien hier. Ja. Boah. Ja, ist klar. Guck mal, Nummer 3. Die Schlüssel lagen unten. Wir haben jetzt auch hier einen Eingang gefunden, hier so durch den Dings. Tja, hier sieht alles von außen auf jeden Fall noch moderner aus. Shisha. Oh, eine Joggerin. Ich weiß nicht, ob das zu geblendet hat oder ob man es gesehen hat. Man kann hier direkt auf die Straße gucken. Krass, guck mal, ist alles eingemachtes Zeug, da sind noch... Ach du Scheiße! Hm? Ich denk doch. Wie viel Zeug hier rumliegt. Pass auf, wenn du hochgehst. Da. Ach so. Ja. Oh. Schade, wir dachten eigentlich, dass wir in dieses Gebäude reinkommen. Ja, dem war nicht so. Und in das große Hauptgebäude sind wir auch nicht reingekommen. Also wir haben es jetzt auch nicht groß versucht eigentlich. Nur in dieses große Hotel. Naja, aber es sind halt noch mehr Gebäude, ne, die, wo man rein kann. Ja, das war das erste Mal, dass ich wieder gefilmt habe. Vor allem Lost Place, einfach so. Just for fun, haben wir gedacht. Ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Die Tage kommt vielleicht noch mal was mit der Jakita. Muss ich gucken, ob ich da filme oder nicht. Ja, ich weiß. Jetzt kann man es googeln, aber könnt ihr ruhig machen. Ciao!